Sie sind hier, 7. Dezember 2018, 22.30 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 3 Minuten vergrößern verkleinern Stefan Luiz auf seiner Fahrt zum Sieg in Beaverkrieg. Urheberrecht Getty Images. Stefan Luiz droht nach seinem Riesenslalom-Coup von Beaverkrieg ein böses Erwachen wegen einer strittigen Sauerstoffzufuhr. In Val d'Isère darf er aber starten. Gewonnen, so zerronnen. Dem deutschen Skiverband DSV und Skirennläufer Stefan Luiz droht nach dem Triumph von Beaverkrieg ein böses Erwachen. Im schlimmsten Fall könnte dem 25 Jahre alten Allgäuer sogar sein erster Weltcupsieg aberkannt werden. Die DSV-Athleten um Luiz waren vor dem Riesenslalom am Sonntag mit Sauerstoff versorgt worden. Alpin-Chef Wolfgang Mayer räumte bereits einen Fehler ein. Dazu stehen wir auch. Wir wussten nicht, dass die FIS ihre Regularien nicht dem WADA-Code angepasst hat, sagte Mayer am Freitag dem SIT, fügte aber in aller Deutlichkeit an, wir haben kein Doping betrieben. Dagegen wehren wir uns mit Händen und Füßen, DSV gibt Stellungnahme ab. Der DSV wurde vom Internationalen Skiverband, FIS, bereits um eine Stellungnahme zu dem Vorfall gebeten. Wir sind dem Wunsch natürlich nachgekommen. Die Stellungnahme liegt der FIS vor. Die Untersuchung läuft. Wir warten nun auf eine Entscheidung, sagte DSV-Sprecher Ralf Eder. FIS-Renndirektor Markus Waldner bestätigte am Freitagabend, dass die betroffenen Fahrer im Riesenslalom am Samstag in Val d'Isère an den Start gehen dürfen, ab 10 Uhr im Live-Ticker. Der DSV hatte seinen Läufern vor dem Rennen auf über 3000 Metern Sauerstoff verabreicht. Dies gilt laut Code der Weltdopingagentur WADA seit 1. Januar 2018 nicht als Doping. Und danach haben wir uns gerichtet, sagte Mayer. Die Richtlinie der WADA widerspricht aber offenbar der Wettkampfordnung der FIS. Ein Bericht des Portals skionline.ch über einen anonymen Protest gegen das DSV-Team dementierte Waldner jedoch. Kein Team hat nach dem Riesenslalom in Beaverkrieg einen Protest eingelegt, sagte er. Der lange Zeit verletzte Luiz hatte mit seinem Sieg vor Marcel Hirscher, Österreich, und Thomas Tumla, Schweiz, für eine Sensation gesorgt. Dies sei einfach unbeschreiblich, sagte er anschließend. Luiz hatte im Dezember 2017 einen Kreuzbandriss erlitten und war lange ausgefallen. Neureuther steht vor Comeback im alpinen Ski-Weltcup. Steht am Samstag in Val d'Isère erneut ein Riesenslalom mit Luiz auf dem Programm. Für Sonntag ist ein Slalom geplant. Der am Daumen verletzte Felix Neureuther steht bei den Rennen in Frankreich vor seinem Comeback. Es ist nicht der einfachste Hang für ein Comeback. Aber ich nehme die Herausforderung an und bin bereit für das Rennen, schrieb der 34-Jährige in den sozialen Medien. Für Neureuther wäre es nach über einjähriger Pause und zwei gescheiterten Comeback-Versuchen das erste Rennen. Den kürzlich operierten Daumen wird er mit einer Spezialschiene schützen. Die Schiene hilft mir gerade beim Riesenslalom sehr, sagte er. In einer Spezialdisziplin Slalom sei die Lage jedoch etwas schwieriger. Von Sportinformationsdienst.